Ja, servus, grüße und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Jo, wir stehen immer noch an derselben Abladestelle wie gestern. Wir haben noch gestern abgeladen und wieder neu beladen, meine Freunde. Jo, wie ich da jetzt nun wieder rauskomme. Einkaufen war ich auch schon. Hat super passt. Nur ist jetzt die Frage, komme ich da raus? Dem Einfahrten hier. Na nun, Abfahrtskontrolle habe ich bereits gemacht. Jo. Ihre Firma P&G Spedition Monty Road. Wir machen die Straßen unsicher. Das sagt mein LKW auch. Jo, meine Freunde. Was gibt es Neues? Ich im Prinzip vor gar nichts gesehen. Mehr oder weniger. Mir hat jetzt die ATS gepackt, ja. Nicht wundern, wenn jetzt mehr oder weniger ein paar Videos vom ATS rauskommt. ETS, ATS bin ich mehr oder weniger fast nie unterwegs gewesen. ETS. Jo. Ist halt schon wieder viel Verkehr. Was ist denn da halt los? Ja, ich muss jetzt leider noch ein paar Minuten warten. Die Papiere habe ich schon. Ja, dann zeige ich euch einmal, was ich geladen habe. Ich habe leere Paletten geladen, 13 Tonnen, geht nach Dallas, Walbert. Da fahren wir hin. Wird am Freitag da sein. Tanken muss ich auch noch. Ist. Gut, dass ich dran gedacht habe. Ist gleich um die Ecke. Ein paar Meilen sind das schon noch hin. Nicht Meilen. Jo. Nun zeige ich euch die Karten. Also zu der Tankstelle haben wir es ja nicht. Dann 13 Minuten. Ein paar Meilen. Das ist easy. Easy to go. Jo, jetzt schauen wir mal die Sachlage an. Mir rum. So. Ein Fortschritt. Stell mich jetzt dahin. Kamera. Ich hoffe, ich bringe es so zusammen wie bei einem Kollegen. Time to hit the road. Gut soweit. Ich hab mir gedacht, das ist schwierig. Aber wie da jetzt rundum komme. Aber denken wir sich nichts. Dann steigen wir mal ein in den dicken LKW. Jo, jetzt fahren wir noch ein bisschen vierer und dann. Hoppala! Den habe ich gar nicht beobachtet. Sorry! Ich habe nur auf den rechten Spiegel geschaut und nicht auf den Postenwagen da.
Ja, da ist ein Hugo irgendwo drin, ja. Oh, es dürfte sich ausgehen. Gut so weit. Tanken sollte. Wäre gut. Thank you. Go straight on. Straight on. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Jo, Aufnahmetag heute, 8. Mai. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video rausbringe. Ich will es mal vorprogrammieren. Keep right and then turn right. Turn right. Straight on. Straight on. Mach mal. Oha, was ist denn da los? Der Parkplatz. Jo, kann ich da ein bisschen vorproduzieren, dass genug Material vorhanden ist. Wir haben einen Plan. Jo, geladen haben wir leere Paletten. Wie schon. Ein schöner LKW nehmen. Hält mir auch sehr. Ja, heute ein Real-Life-Tag. Wir nehmen. Keep right and then turn right. Krank geworden, also. Mittelohrentzündung. Turn right. Wir dürfen rechts abbiegen. Ja, in Real Life. Mittelohrentzündung. Die ganze Nacht nichts geschlafen. Katastrophen. Heute zu Hause, morgen. Gehe ich wieder arbeiten in Real Life. Den 9. Mai. Go straight on. Editionsgrün. So, 35 Meilen. Und wir sind Bockheim hat schnell, also ein paar Meilen schnell. Go straight on and then turn left. Ja, weil tanken muss ich ja. Turn left. Get ready to turn left. So, dann steigen wir gemeinsam aus und gehen gemeinsam tanken. Jetzt wohl. Bissl so. So, dann. Machen wir damit. Ja gut, soweit. Dann tun wir tanken.
Gut soweit. Vollgetankt. Erst. Hallo. Into your zone. Harde. Und ein Kaffee to go. Nehmen. Thank you. Bye bye. So. Ich saß sie, wenn da die Mauer ist. So, zweit haben wir Kaffee, habe ich auch am Start. Jetzt war Kaffee. Bei meiner Freundin. Meine Freundin habe ich auch einen Kaffee mitgenommen. Da ist so lässig, was den Kaffee gesagt hast. Zucker. Einen Kaffee ohne Zucker. So weit. Los geht's los. Turn left. Left. Go straight on. Straight on. Gut so weit. Jo, was willst du sonst Neues? Außer dass wir eine weite Strecke vor uns haben. Go straight on. Ja, ich fahre eh gerade raus. Please mind the speed limit. Oh, ich weiß, dass ich schnell bin. Irgendwann Tempomat der nicht. Ich kriege die Geschwindigkeit nicht. So. Nächster Bahnübergang. Ist schon lässig, also im ATS, mir gefällt das. Bin ja offline unterwegs, also da mache ich kein Video. In einem zweiten Profil. Turn left. Könnte locker mein alter Truck sein. So, gehen wir jetzt einmal raus. Haben wir eine reale Idee. Freunde. Ja, jetzt hast du aber Pech gehabt, Bursche. Jawohl. Leitflug mitgenommen. Erinnert mich auf ein Video. Auf ein Livestream-Video. Egal. Jo. Mal schauen, was mein Chef sagt. Ich hoffe, er ist zufrieden mit mir. Wie ich fahre oder beziehungsweise wie ich die Touren fahre. Ah, bitte nicht jetzt vor mir erscheinen. Ja, super. Ich hoffe, dass mein Chef zufrieden ist, wie ich die Tour fahre.
Jo. Meilen fahren. Also nicht, dass du mir einen Kaffee durchstehst, was lässt. Das ist auch noch hier. Fahr auf einen richtigen Dodge Ram. Dürfen schneller fahren und dann wollen sie ausbremsen. Katastrophen. Oder ist das ein Dodge Ram? Du hast, gell, meine Freunde. Jo, Dodge Ram. Sehr schöne Autos. Bin schon überlegen, dass ich mir einen Dodge Ram hupen kann, ja. Was ist der Zug? Wahrscheinlich werden wir in den Dunkel reinfahren. Aber mal schauen. Wie weit, dass wir heute noch kommen. Allzu viel Fahrzeit habe ich nicht mehr. Gestern habe ich die 45er gemacht. Gute 5 Stunden Fahrzeit. Ja, dann schauen wir uns das Weiteres bei der nächsten Folge dann einmal an. TikTok auf mein Handy. Und sagt mein Boss bleibt. Jo. Und 30 dürfen wir, weil die mir hier irgendwie an oder nicht. Logo, Logo. Nicht wundern, wenn ich nicht viel rede. Irgendein Mod passt da nicht. Das gefällt mir gar nicht. Na, Kollege Stürscher. Bremsen müssen. Ja, was bremst der? Was bremst, verliert. Ohne Fälle gehört sich das nicht so. Aber egal, mir stört es nicht. Solange nicht, dass es auf der Straße ist.
Ich glaube, das ist ein Mod. Holla die Waldfee. Go straight on. Go straight on. Och, auf alle Fälle. Na, die ersten Ruckler sind auch schon da. Go straight on. Ja, ich kann nicht so schnell fahren. Mal schauen auf mein Handy. Jetzt mal rechts ranfahren. Hier in Amerika Telefon am Ohr oder SMS schon. Teuer. Ne? Ja, sehr teuer. Go straight on. Ja, weiß ich auch, so auf meinem Parkplatz ist immer gescheiter Navi. Da wäre einer gewesen. Aber. Ja. Ich glaube, dass es der Wettermod hängt. Zusammenhängt. Andersrum kann ich mir nicht vorstellen. Go straight on. Wie schnell darf ich? 70. Ja. 60. Gucken wir uns auch 61 ein. Respirarbeit habe ich nicht. Also ich schaue auch, dass ich jetzt mein Videomaterial nicht so lang mache. Ullala, ulla die Waldfee. Jetzt aber rund. Na siehste. Straight on. Caution, please mind the speed limit. Oh, that will not. Go straight on. Gute Idee. Keep right and then turn right. Ja, Kollege, wieso fährst denn du nicht? Das Fernlicht eingeschaltet. Go straight on. Ja, ich weiß, dass ich was fahren muss. So, dann 60 dürfen wir. Mehr oder weniger. Die Kollegen kann ich euch nichts erzählen. Was ich schade finde, dass der Michi Amon ein ATS-Video bringt. Ich verstehe ihn auch warum. Hätte gerne Lust,
Warimäßig. Bei mir dasselbe. Je nachdem, wie ich Lust habe, Video zu machen, AT. Aber ich hat mich wieder sehr gefreut, Michi Amon, dass für dir mal ein ATS-Video rauskommt. Hat mich sehr gefreut. Stop. Da kommt schon was. Müsste ich aber links rüberfahren. Ah. Und da auf meiner Seite auch was. Nö. Ja, meine Freunde. Okay, let's find a new route. Ah, wo ist der Parkplatz von? Licht ist, ich stelle mich immer hin, wo Lichter sind. Eieieiei. Dann nicht, dass ich den anderen durch hier. Parkplatz gefunden. So. Machen wir ein schickes Screenie Nanini. Warte. Ja, meine Freunde. Ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst zum Abo da. Kommi, Träumchen wäre Träumchen. Ciao, ciao. Euer Hannes.